Und da bin ich wieder zurück mit einer weiteren Folge Fallout 4. Ich habe unser Zeug weggebracht und jetzt können wir hier endlich hoffentlich den ganzen Kram fertig bauen. Ich gucke gerade mal nach, was fehlt. Was hatten wir denn schon alles gebaut? Die Konsole fehlt. Relay Dish und Beam in Mitte haben wir. Die Konsole fehlt noch. Das haben wir auch gleich. Special Konsole. So, wo machen wir die denn mal hin? Ich würde sehr... Ja. Gerne hier hin machen. Konnte man nicht mit Mausrad? Ah, okay. Ich denke, ich mach mal das hier weg. So. Hallo? Would you please... Home... So? Ja, sieht gut aus. Perfekt. We need a metric ton of power to get this to work. Bedeutet was? The Signal Interceptor. Das bedeutet, wir müssen jetzt wahrscheinlich alles verbinden, ne? Mit Energie. Power Generators. Ein großer Generator, dafür haben wir nicht genügend Aluminium. Ich kann so einbauen. Vielleicht hierhin. So. Okay. Das geht so nicht. Wahrscheinlich, weil es irgendwie durch den Boden geht oder so. Okay. Dann müssen wir jetzt vermutlich... sowas hier benutzen. Zack. Yeah, that is not going to work. Ich glaube aber, man kann diese Dinge hier benutzen. So und so. Nein, kein Keramik mehr. Wow, okay. Schauen wir mal. Ah. Das würde gehen, sieht aber scheiße aus. Nein, das wollte ich nicht. Hat jetzt keinen Strom, ne? Immer noch nicht. Komm schon, warum nicht? Kann es sein, dass wir nicht genügend... Warte mal, das sind 6 und 2 sind 7. Das muss reichen. Der produziert 10. Great. Okay, kann es sein, dass... Nein, 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 nein. Verstehe es nicht.
meine, selbst wenn ich das hier hinten anbringe, bekommt das Strom, aber... The beam emitter's alignment with the platform has to be perfect. Otherwise, we're just making art here. Ja, das kann ja so ein paar Stunden dauern. Ich bin da jetzt irgendwie... Was genau funktioniert da jetzt nicht? Oder besser gesagt, nicht so, wie es soll. Oder so, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, dieses Ding gibt dem gesamten Power 5. Wieso ist Power rot? Power 5, das produziert 5. Oh, was? Das erklärt natürlich einiges. Ach ja, wir konnten ja nicht, weil nicht genügend Aluminium. Ach Gott. Okay, Aluminium. Irgendwas davon Aluminium? Nein. Okay. Stahl. Erstmal also Stahl. Stahl. Okay. Ich weiß genau, dass ich in der letzten Zeit nicht so viele Dosen mitgenommen habe. Aluminiumdosen. Also müsste es doch eigentlich noch genügend davon geben. Ja, wir brauchen auch nur 4 oder 5 oder sowas. Okay. Dann suchen wir jetzt einfach mal ein bisschen nach Dosen Help Wanted. Help Wanted, Hallucigen Inc. is searching research subjects to assist in the ongoing testing of non-lethal policy military technology. Whether you're considering a career in high-tech research or just in need of some extra cash, this exciting opportunity may be for you. Great pace, flexible hours, no long-term commitment, no experience necessary. To apply, visit our main office in historic Back Bay. Okay. Duct tape. Ich hätte vielleicht... ich hätte es markieren sollen. Das kann ich jetzt aber nicht mehr machen, ne? Müsste ich zurückgehen. Wäre es einfacher. Moment. Ich gehe mal kurz hier rein. Und sage ihm, er soll es... Nein, nicht das. Soll das taggen. Dann ist es einfacher, die richtigen Sachen dafür zu sammeln. Da ist was. Aluminium Can. Nein. Das brauche ich. Könnte auch mal jemand wegräumen. Einen guten Freund. Okay, oben gucke ich jetzt nicht. Ich glaube eher nicht, dass da was ist. Kann mich zwar nicht mehr erinnern, aber wer weiß. So, ich hier was übersehen. Irgendwas, was ganz zufällig aus Aluminium besteht. Nein, okay. Das war Nick. Ich dachte schon, der schleicht sich mit von hinten an. Verdammt. Auch nichts übersehen. Okay. Irgendwo muss ich doch noch ein bisschen was herkriegen. Was ist denn hier noch drin? Was sind das denn hier für Kanister? Gaskanister, und die bestehen nicht aus Aluminium, okay. Es gibt auch noch Aluminiumkanister. Nein. Das reicht schon.
Irgendwas hat richtig viel Aluminium gebracht. Okay, dann scrubben wir das mal wieder. Oh, das hat jetzt natürlich einen Haufen Ressourcen verschwendet. Egal. So. Ja, das sind 8 Zylinder, das hört man. Okay. Er produziert jetzt 10 Energie. Und es ist verschwunden. Everything's got to be on the same power grid. Otherwise, the machine won't work. Okay, das bedeutet was? Ich glaube einfach, dass das nicht funktioniert. Das hier kommt weg. Was genau ist das hier? Machen Sie mir echt nicht einfach. Ich habe kein Keramik. Ich habe kein Keramik. Oh my life. Jetzt renne ich hier alles in die gleichen Gebäude, nur um Keramik zu finden. Oder irgendwas anderes. Das gibt's doch nicht. Okay, gehen wir mal in die andere Richtung. Ah, das ist dann schon mal ein kleiner Vorgeschmack darauf, was wie die Baufolgen aussehen werden. Stundenlanges Rumgerenne und Gesuche nach irgendeinem Zeug. Hallo? Irgendjemand? Irgendwo Keramik? Ja, Keramik ist halt auch relativ selten. Da ist ein Coffee-Cup. Du hast doch gerade gesehen, was ich gemacht habe, oder? Oh, im Coffeeshop. Ist das? Umbrella Stand ist auch aus Keramik. Die feinen Herrschaften. White Blade. Ja, so viel zu Keramik ist selten. Es ist nur das, was ich nie mitnehme, weil Teller und sowas, warum soll ich das mitnehmen? Außer für Keramik natürlich. Ah, perfekt. Sollte uns retten. Drinking Glass. Ein bisschen was zu essen. Hier war noch eine Falle. Gott sei Dank ist hier nicht einfach wieder gespawnt. Okay. Ja. Gut. Sollte geholfen haben. Aber ich bin da immer noch. Ich habe so Spekulationen, warum es jetzt nicht funktioniert. Aber work with Tom. We'll do anything we can. Ja, okay. Ich habe so eine Vermutung, warum es nicht geht, aber ich halte es eigentlich für total blödsinnig. Schauen wir mal. Ich mach das mal hier hin. So. Und das da, das tue ich mal. So. Nein. Das kann.
kann ich auch nicht... Ich kann das nicht anschließen. Kann ich hier kein Kabel dran machen. So. Es leuchtet blau, also bedeutet das doch, dass es Strom hat, oder nicht? We need a metric ton of power to get this to work. Ja, wir haben Power. The beam emitter's alignment with the platform has to be perfect. Otherwise, we're just making art here. The beam emitter's aligned with the... A chance to get inside the institute. Incredible. Ach so. Hätte mir das nicht jemand vorher sagen können? Das muss zu der Plattform. Warum sagt das keiner? Ja, es snappt hier sogar rein. Warum kann ich es dann irgendwo hinbauen? Was? Ding habe ich komplett vergessen. Was zum... Natürlich. Egal. Ja, das hatte ich natürlich komplett vergessen. Da hatte ich nicht mehr dran gedacht. Damn it. Okay. Everything's got to be on the same power grid. Ja, das weiß ich jetzt. Danke. Ich versuche es mal anders. Und zwar versuche ich es mal... Tom's gonna be in heaven on this job. Eher nicht so. Er nervt die ganze Zeit. Ja, eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich bin ich derjenige, der sich rallt. Rall. So, Kabel. Hallo. Das ist doch nicht die Mitte vom Bildschirm. Das hier brauchen wir erstmal nicht. So, jetzt machen wir von hier nach da. Dann kann man das eigentlich auch draußen hinstellen, weil das überhaupt keinen Sinn macht. Eigentlich könnte man alles auf einen Platz stellen. Das ist gerade... Es ist doch echt total dämlich. Warum? Himmel, Herrgott, noch eins. Das ist aber auch picky. Ich kann es hier auf so einen Dreckhaufen draufstellen. Ja, wo es in der Luft schwebt und total scheiße aussieht. Ich kann es nicht auf ein Stück Holz stellen. Das Holz kann man noch nicht wegmachen. So. Ja, und das braucht 20. Okay. Ja, okay, das habe ich komplett vergessen, dass das ja auch noch Strom braucht. Okay. Das heißt, das Gesuche geht wieder von vorne los, denn... Die brauchen keinen Strom. Ich finde das total bekloppt. Der hat gesagt, wir sollen es hier hinbauen, weil wir hier viel Platz haben. Ich finde nicht, dass wir hier viel Platz haben. Und das ist auch keine meiner bevorzugten Bases. Ich würde es lieber irgendwie bei mir zu Hause aufbauen oder so. Weil es vielleicht auch nicht gut ist. Wenn das Institut das Ding dann kidnappt und andersrum benutzt, haben wir auf einmal jede Menge in Sanctuary. Ja, nicht so viel reden, mehr arbeiten. Können wir das da stehen lassen? Ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht ja. Wie funktioniert das mit den... So, davon haben wir noch eins. Ist ja im Prinzip genau der gleiche Raum. Does that work? No. Okay, dann packen wir halt eben alles hier hin.
Wir machen hier mal ein bisschen Platz. Und dann müssen wir auch schauen, wie viel brauchen wir denn für den zweiten Generator. Noch mehr Aluminium. Natürlich. Natürlich. Komm mit. Jetzt brauchen wir das komische Beam-Ding wieder. So. Und mehr Generatoren. Okay. Okay, also es war jetzt eine Mixtur aus, das Game sagt mir nicht, was ich machen muss, und ich krieg's nicht gebacken, alle Teile zusammenzuzählen, die wir brauchen. Sehr gut, sehr gut. Hervorragend. So, gibt es hier vielleicht noch ein paar TV-Dinner-Trays, irgendwie sowas? Ja, das ist ja. Keramik brauchen wir jetzt eigentlich eher nicht mehr. Hier Aluminium. Pre-War Money. A lot of people out here could use a hand. Diese zwei Freunde. Ach, ich glaube, wir sind ja hier immer noch in diesem. Das ist ja diese Stadt oder diese Siedlung mit dem angeblichen Schatz, den wir ja damals gefunden hatten. Und in der Folge danach, als ich die Siedlung hier für uns eingenommen habe, habe ich ja auch nach Materialien gesucht, die wir brauchten. Und die zwei, die da oben gerade saßen, das waren die Anführer von dieser Söldner, Raider, was auch immer Gruppe, die hier nach dem Schatz gesucht haben. Die habe ich dann, glaube ich, nicht mehr gezeigt. Also, da bin ich vorbei. Ich glaube, ich habe sie mal erwähnt, aber da war ich dann schon nicht mehr in diesem Gebäude. Aber jetzt haben wir sie alle auch nochmal gesehen. Nicht wirklich was Spannendes, aber gut. Na komm schon, irgendwo muss doch hier noch Aluminium. Na, White Blade. Natürlich. Irgendwas. Irgendwas. Was haben wir hier? Ist da Aluminium drin? Wahrscheinlich eher nicht, da ist wahrscheinlich eher Keramik drin. Noch mehr Keramik. Hier hätten wir so eine Konsole nehmen können. Warum kann man nicht einfach die nehmen und reparieren? Hätte das nicht Sinn gemacht? Also ernsthaft, wenn man sich hier dann so umschaut, muss man doch eigentlich sagen, wir sind in der Endzeit sozusagen, ja, die Apokalypse. Ressourcen sind rar, es wird nichts mehr industriell gefertigt. Dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, Dinge wieder zu verwenden, die es vor dem Krieg gab. Das heißt, ich meine, ja, ist eine Konsole, man kann auf jeden Fall den äußeren Teil der Konsole verwenden. Man kann. Oh, ein Bär. Der hat mit Sicherheit kein Aluminium für mich. Toll, jetzt. Wo kriege ich jetzt hier Aluminium her? Renne ich jetzt ziellos durch die Gegend? Verdammt. Oh, was ist denn da hinten? Oh. Oh. Look.
X01. Wow. Das ist jetzt aber ein Zufall. Und komplett unbewacht. I don't think we're alone. Damn. Der ist ja. Ist ja gammelig. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein super Gegner. Der hat nicht mal Aluminium dabei. Voller Gammler. Rein damit! Mitnehmen. Wow, das Teil ist ja riesig. Aber es fehlen zwei Bauteile. Schade. Das bringt uns leider aber auch immer noch nicht weiter. Oh, da steht einfach mal hier die. Ich glaube, das ist die dickste Power-Einheit. Power-Rüstungseinheit. Steht einfach mal so mitten rum. Cool. Yep. Hier. Oh, verdammt. Wo ist er denn jetzt? Da. You hit like a rad rock. Warum hat keiner von euch Aluminium dabei? Irgendwas, was aus Aluminium ist. Nur ein bisschen. Ich fass es nicht. Okay. Deswegen, also ich würde mir tatsächlich wünschen, ich bin mir sicher, es wird es irgendwann wahrscheinlich geben, als Mod, dass man einfach alles in der Welt auseinandernehmen kann. Nicht nur in irgendwelchen kleinen Siedlungen, sondern tatsächlich überall. Man kann alles mitnehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, das wäre möglich. Ich meine, warum nicht? Warum nicht? So. Überlegen, in dem Labyrinth gibt es da irgendwas, was aus Aluminium ist? Ich weiß es nicht. Oh Gott, wir müssen irgendwo reingehen, schätze ich. Ich weiß nur nicht, wo. Wahrscheinlich noch eher im Department Store. Oder in der U-Bahn-Station. Oh Gott. Weiß es doch nicht. Wir müssen irgendwo reingehen. Es hilft nichts. Irgendwas, das aus Aluminium ist. Diese Folge setzt neue Maßstäbe. Wir müssen nicht sinnlos hier jetzt Energie verbrauchen. Nehmen wir auf dem Rückweg wieder mit. Oh. Oh, well, Warum habe ich den beim letzten Mal nicht gesehen? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den Raider gesehen. Mein Gott, bin ich verpeilt. Yeah, Legende des Ödlands habe ich gerade bekommen. Warum auch immer. Oh, weil ich 50 geworden bin. Deswegen vielleicht. Trashcan. Hupsa. Ja, dann rennen wir hier einmal schnell durch. Jetzt, ich sagte schnell.
ist das aus Aluminium? Cool. Okay. Es muss da noch mehr geben. Das kann nicht alles sein. Hier, Aschenbecher. Sind die nicht eher aus Keramik? Die sind aus Keramik, oder? Hubcap, die ist aus Aluminium. Ja, ist blöd, weil ich die... das Keramikzeug noch ausgewählt habe. Ach, das ist eine Red Roach. Ich dachte gerade, das würde leuchten, weil man es mit... weil man es looten kann. Dammit. Nein. Toaster. Aus was besteht ein Toaster? Aus Stahl? Ah je, Aluminium-Can. Ha, noch mehr Aluminium-Cans. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Ich würde mir auch ganz gerne jetzt einen Mod wünschen, der mir anzeigt, wie viel Ressourcen ich habe von dem ganzen Schrott und so, was ich dabei habe. Verdammt. Weg. Ich könnte ja Nick auseinanderbauen. Vielleicht hat der ein bisschen Aluminium. Jetzt geht er durch. Aluminium. Coolant Cap. Ich hoffe, dass es reicht. Ich gehe jetzt einfach mal zurück und hoffe, dass es reicht. Coolant Caps sollten mehr Aluminium geben als eine Dose. Jetzt halt einfach nicht nachgucken. So viel ich weiß. Vielleicht gibt es die Funktion auch und ich habe sie nur noch nicht gefunden, aber wüsste ehrlich gesagt nicht wo gerade. Ich meine, ich könnte natürlich alles zusammenrechnen. Ich meine, man kann ja gucken, wie viel man hat, aber ich kann zum Beispiel auch nicht das Baumenü jetzt öffnen. Ich glaube 12 oder so brauchen wir. Ich weiß nicht, wie viele wir noch hatten. 2? Okay, jetzt schnell zurück. Diese Powerrüstung ist zu schwer. Jetzt der voll übertriebene Sprung. Bam! Yeah! Schwimmen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Gut. What was that? Oh, nothing. Alright, stellen wir das Ding mal hier ab. Jetzt auch da einstellen können, aber oh, Wayne. Okay. Yeah, es reicht sogar für 2 Generatoren, das ist ja Luxus. Naja, nicht vor die Tür vielleicht, wenn es geht. Oh,
So. Ist da nicht irgendwo hier? Ach nee, ich brauche ja keinen. Okay. Ach komm, weißt du was? Warum wird hier mal so rum? Nein. Ach Gott! So. Wie kriegen wir das hin? Addiert das automatisch auf? Kann ich die miteinander verbinden? Ist das jetzt gut oder schlecht? So. Oh, halt. Yeah! Endlich! Wow, das war eigentlich eine Arbeit von 5 Minuten und es hat 35 gedauert. Das ist hervorragend. Tja, Nick, das Spektakel hast du jetzt verpasst. Eieieiei. Status report. We got activity there. Not sure how long before it peaks. The Institute is a huge unknown. Before we can make any plans, we need to do something. What I'm about to tell you is the most closely guarded secret the railroad has. It's time you learn about Patriot. Patriot? There's a man, or woman, we're not sure, inside the Institute who helps synths escape to freedom. Dozens of synths owe him their lives. We don't know his name, we've never had a way to contact him, so we gave him the code name Patriot. If your plan works, and you're able to get inside the Institute, we need you to make contact. How can I contact him if you know nothing about him? Patriot devised a method to communicate with us one way. The plan hinges on us using this method to close the loop and contact him back. Mm-hmm. Okay. I'll do my best. Tom's encrypted a message for Patriot's eyes only. Once he sees it, he'll contact you. Until you make contact, and probably after, you need to stay in their good graces. You need to infiltrate them. Can you do that? Can you be our agent on the inside? How do I infiltrate them? You're going to have to sell them a lie. It's best to stick as close to the truth as possible. And you're going to have to think on your feet. We don't know what's waiting for you. If you make it at all. This whole thing makes me uncomfortable. We don't have a lot of options. Stand on the platform and I'll give you the holotape. Just plug it into any Institute terminal and wait for the reply. Tom, talk to me. Booting up the scan sequence. This frequency is only going to work once. You know who doesn't make the same mistake twice. Great. Das heißt, das ist jetzt der Moment, wo ich ein neues Safe-Cam anlege. Nur für den Fall, man weiß ja nie. We're gonna have to cut a few corners with the scan. The signal's still intensifying. Ja, bedeutet das jetzt, ich kann los oder nicht? Ich denke mal, es gibt keinen Weg zurück, ja? Let's go, Tom. Hallo? So stand still. You gotta lock in all those molecules of yours. Hopefully we won't miss any. There's only, you know, 60 trillion of them. All right, feeding our baby some juice. Let's see what she's got. Take this holotape. You need it to contact Patriot. Oh, man, don't worry. That's all part of the plan. Tom, do whatever you can to gain their trust. Lie. Tell them what they want to hear. Make up a cover story and sell it. Come on, I think I got it.
Establishing lock on the Institute signal. Just get all the information you can. About synths. About the Institute's plans. Find their weaknesses. If we can disable or destroy the Institute, we may have to do it. You jack that holotape into any terminal and Patriot will make contact. He has to. Got the aura! We got it! Find a way to save them. Nobody else can. Now! Schon etwas fortschrittlicher aus als das, was ich gewohnt bin. Hallo. Wer spricht da? You're quite resourceful. I'm known as Father. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Nimm erstmal deinen Kleber mit. Enter the elevator. Fancy. Broken. Ah ja, okay. Das erklärt vieles. Ist auf jeden Fall schon mal nicht der schnellste Aufzug. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Welcome to the Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy. And our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. Also ich wollte keine Spekulationen abgeben, aber ich habe mir tatsächlich schon so eine Art, also ich habe mir, ich höre noch Schritte. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass das Institut so eine kleine Glitsche ist, wo ein paar Nerds in dem Keller sitzen und da Roboter zusammen basteln, sondern ich habe mir tatsächlich schon gedacht, dass es was Größeres ist, was wirklich verdammt Großes. Aber ja, ich bin mal gespannt auf diese Erklärung, denn ganz ehrlich, ich kann mir nichts dazu. Ich kann echt nichts dazu sagen. Ja, wir sind nicht die Bösen. Wir schicken nur Roboter nach draußen und lassen sie alle Leute töten. Kann ich nicht. Ist das unser Sohn? Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Sean, I've been looking for you for so long. Who are you?
Sean, it's me. I'm your dad. Father, what's going on? What's happening? Sean, are you okay? You're not hurt, are you? What's going on? Father? Father! Shh, it'll be okay, Sean. I'm here now. I don't know you. Go away! Father! Father, help me! There's someone here! Help me! Sean, please! Calm down! I'll get you out of there! Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Das war ja klar. Sean. S923, Recall Code Cirrus. Fascinating. Natürlich. But disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute. Father? That's your name? Your title? Father is my unofficial title. It's what I've come to mean to the people of the Institute. Just as you mean to your son, to Sean. I'll make this very simple. Where is my son? He's here, in the Institute. Closer than you think. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far. And suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been it's good to finally meet you. After all this time, it's me. I am Sean. I am your son. Wow. Ja. How is that even possible? I know this is a lot to take in. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the sun you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. And here I am. Raised by the Institute, and now its leader. Also die Ähnlichkeit ist tatsächlich da. Ich habe nicht so drauf geachtet, aber wenn man hinschaut, ich glaube schon. Das spielt tatsächlich irgendwie so ein bisschen da mit den, weil man ja auch die, man kann ja auch die Frau oder halt eben den Mann, je nachdem welchen Charakter man, ja, ich erzähle gerade, ja auch gestalten und ich habe mich gefragt, warum, und ich glaube, dass das der Grund dafür ist. But why? Why take a child? Why take you? Ah, now that's the question, isn't it? Why me? At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. I think I see where this is going. Then perhaps you already understand why it was necessary for the Institute to acquire me. The Institute endeavored to create synthetic organics.
The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course. But it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me, after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me and you. Sixty years. So much time wasted. I know. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. Your mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Collateral damage? Is that all she was to you? I forget that it's been such a short time for you. I don't have any direct memories. And I've had my entire life to cope with the loss. Has it always been easy? Of course not. But I've done my best to move on and live my life. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret, and asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say to ease your mind? Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to allow you... us... to have some amount of revenge. What else can I say to ease your mind? So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very seriously. The Institute. It's important. It really is humanity's best hope for the future, no matter what those above ground might think of us. But, Director? Why you? I was the most qualified for the position. Obviously. I've lived my life within these walls, dedicated to science like every other member of the Institute. My hard work has paid off. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. I know there's more for us to discuss. But
The Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? Maybe. I don't know. This is so much to take in. I know. And I am sorry. You have been through so much in such a short time. The Institute can provide a better life than anything above ground. You've been in the Commonwealth. You've seen what it's like. I assure you that you are better off with us. How can you say that? How can you be so dismissive of all those people? Everything they've done? Because it is the simple truth. And I believe you know it too. I simply ask that you give the Institute, me, a chance. A chance to show you what I've been telling you. We really do have humanity's best interest at heart. Will you take that chance? Are you sure you want this? Yes, I am. It would benefit us both to work together. I just don't know. Just give it time. Give the Institute a chance. The Institute is now your home as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in facilities. Dr. Ayo in SRB. Dr. Holdren in bioscience. And finally, Dr. Lee in advanced systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them, and then we'll discuss what comes next. Ich glaube, ach, da bist du. It's an honor to have you here, sir. Danke. Das ist ja nett. Ich denke, ich werde da mal eine Nacht drüber schlafen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.